Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge sind wir ja durch das Grab noch ein bisschen durchgewandert und damit machen wir auch jetzt hier weiter. Seht ihr mich jetzt? Na, könnte meinen, so ein Lichtschwert von Weitem könnte man relativ schnell sehen, aber nö. Wir alle wissen, Sturmtruppler sind jetzt nicht gerade so. Die haben es jetzt nicht so, ich glaube, die haben was mit den Augen, ne? Anders kann ich mir halt nicht erklären. Ah, okay, da kannst du wieder zurück. Anders kannst du dir halt doch nicht erklären, warum die nicht treffen, ne? Also muss schon irgendwie gesundheitliche Gründe haben, nehme ich an. So, wie gesagt, wir laufen hier weiter rum. Ich sag Grab. Eine Olle hat hier uns das Artefakt weggenommen, reibt es uns das voll unter der Nase. Und ja, ist ein bisschen nervig, aber was willst du machen? So, will mich da dranhängen? Ja, ne. Ich habe beim Untersuchen des Sarkophags etwas bemerkt. Es ist ein sehr guter Ort, um Quellgeister loszuwerden. Du hast mich hergelockt. War das immer dein Plan? Du bist so dumm wie ein Schrottsammler. Hey. Ich bin zufällig einer, okay. Gibt's da nicht, ey. Und unfreundlich ist die Tante. Was ist mit mir auf einmal los? Geh da hoch, Mann. Gehe in Stellung. Nein. Lass die Nächte kommen. Treff mich doch nicht mal. Wir werden nicht mehr lange überleben. Immer in Bewegung bleiben. Jetzt sagt es mir. Wie sollen wir ihn denn treffen? Au. Hilf mir bitte. Bist du euch? Ja, ach man, ich hatte doch gerade. Hilfe, ich bin am verrecken, Mann. Ich kann nicht drei von denen auf einmal bekämpfen. So gut bin ich noch nicht. Ja, und ja. Okay, zurück an die Arbeit. Okay. Und im letzten Part bin ich nicht gestorben, muss ja mal irgendwann wieder passieren. Okay. Ja, gegen drei von denen schaffe ich nicht. Mir noch zu krass, leider. Aber okay, müssen wir ja halt machen, ne? Kann ich wirklich irgendwie irgendwo anders hier flüchten, habe ich so gefühlt. Aber den ganzen Weg wieder rumlaufen, das ist ein bisschen doof. Alles klar. Weiß ich nicht, wie hätte man das noch professioneller erledigen können? Ich weiß nicht. Ich muss die direkt versuchen, irgendwie da runter zu schmeißen, habe ich so das Gefühl. Weil die tun jetzt nicht so weit wegfliegen, aber die tun ein bisschen nach hinten fallen und das muss ich dann machen, habe ich so das Gefühl. Wird das vielleicht ein bisschen einfacher machen. Also wisst ihr Bescheid, ne? Wir gehen direkt volle Möhre da hinten hin. Und so näher runter zu schmeißen, Alter. Okay. Hi. Bedrohung anwesend. Sturmtrupp im Einsatz gefallen. Geh mal weg. Bringt ihn zur Strecke. Bist euch. So, der ist schon mal weg. Ich bin an ihm dran. Wart, habt ihr etwa einen epischen Kampf erwartet? Nein. So, ich glaube, da kommen noch mehr, ne? Du. Also warte hier. Was ist das? Ja, hättest du wohl gerne, ne? Au! Oh, nee. Das Ding... Was ist los? Ah, ich verstehe.
überall. Sie ist in mir. Sie umgibt mich. Ganz richtig. Sie verbindet dich. Manchmal werden dich Gefühle, Schmerz oder Erschöpfung täuschen, denn du wirst dich getrennt fühlen, isoliert. Es ist eine Illusion. Dein Lichtschwert liegt dir außer Reichweite. Aber durch die Macht bleibst du mit ihm verbunden. Spüre die Energie um dich herum und dann rufe deine Waffe. Raten L2, ja. Magnet. Die Macht ist in dir, um dich herum. Verbinde dich mit deiner Waffe. Lass dich durch nichts ablenken. Warum nicht einfach Griff? Komm zu mir. Gar nicht gemerkt, dass das Ding mich die ganze Zeit abball hatte. Magnet. Ja, ich glaub's. Ah, sehr gut. So, jetzt habe ich das hier. Oh. Jetzt gehe ich wieder volle Möhre da oben hin, ne? Was, was? Da, jetzt schon wieder. Okay, gut. Hey, Monster Underworld Update. Doch nicht auf meinen deutschen Kanal, Mann. So. Ja, ich habe irgendwie nicht sofort mitbekommen, dass irgendwie... und nun? Die Dinger kann ich mich nicht festhalten, ne? Oh. Ah, guck mal. So, krass. Du lebst noch. Wolltest du das nicht? Zum Glück berücksichtige ich alle Eventualitäten. Irgendwie bringst du nicht so als böse wie dem bisher. Oh, neue Fähigkeiten sind verfügbar. Oh, guck mal hier. Darauf sparen wir. Ich will mir gar nicht jetzt die ganzen anderen Sachen angucken. Ich brauche Leben. So, war ja noch irgendwas. Ich glaube nicht, ne? Der macht halt immer automatisch jetzt, wenn ich L2 drücke. Okay, cool. Damit haben wir jetzt alle Knöpfe, glaube ich, belegt, ne? Ach, ich vergesse mich zu heilen, also meine Dinge aufzufrischen, meine Stims. Ja. Gut, ich nehme an, wir können jetzt so gut wie überall hin auch, ne? So, hier ist eine Sackgasse, das heißt, alles, was jetzt kommt, könnte neu sein und für mich erreichbar. Ne, ne. Boom. Wir werden dich ausschalten. Warte, die sterben dadurch. Oh, ich habe keine Macht mehr. Nicht alle bewegen. Nee, kann ich nicht. Verfolge das Ziel. Ich bleib kurz. Jetzt schießt das Ding auf mich, ist klar. Ja, das ist eine sehr doofe Situation hier. Wir werden dich bewegen. Ja, ich habe meine Macht schon verbraucht. Tut mir leid. Ich glaube, ich bin fertig.
Aua. So. Irgendwas mit den Typen machen. Ich habe keine Macht leider. Na. Oh. Ja, das war, wie wär's, wenn ich nicht gegen dich kämpfe? Weiß ich, die stellen mir erst so 3-4 Sturmtruppler so perfekt dahin zum Wegschubsen, ne? Wenn da warten die, dass ich am Ende noch irgendwie Macht habe, um irgendwie mich um die zu kümmern. Dann finde ich irgendwie nicht fair. Ich ignoriere den einfach. Ein bisschen zu doof. Da müsste mir schon ordentlich Macht geben. Ne? Ich kann das nur 2-mal oder so einsetzen, glaube ich. Also. Und ich weiß, ich halt R2 gedrückt für Machtschub, aber wenn ich einmal drücke, dann treffe ich den ja nicht alle. Ne? Dann treffe ich doch nur einen, oder? Muss ich mal ausprobieren. So ein Grund sterben die Sturmtruppler ja, wenn ich die in diese Ecken da reinpacke. Nein, ich komme nicht mehr raus. Was mache ich denn jetzt? Machen wir noch mal. Ja, warum soll ich zum Beispiel Machtgriff hier einsetzen? Also jetzt von dir. Okay, gut. Halt, einen Moment. Feind. Hier ist ein Feind. Hiermit bestätigt. Ach komm schon. Haben wir dir Angst gemacht? Ja, verbraucht doch Macht. Ja. Dann erwarten die jetzt noch am Ende so viel hab. Mist. Das ist auf jeden Fall. Aua. Ja, annehmen. Na gut, ich krieg von denen jetzt Macht zurück, also. Ah, komm schon. Ah, nicht so gut. Okay. Also, gibt's ja nicht einen einfachen da. Ich habe gerade was gesehen auf Karte da oben. Das ist cool. Ja. Komm schon. Oh, ich dachte, da oben wäre irgendwas. Na gut. Ah, okay. Nun? Stellt Sichtkontakt zu ihm her. Hey, was ist das denn? Bitte, stimmt. Wer hat die Hosen voll? Boom. So, du. Das ist der Jedi. Ja, explodier mal da. Ja, genau. Sehr gut. Na, warte mal, muss ich...
Weiß nicht, ob das das ist, was ich machen musste, aber okay. Wir werden euch alle eliminieren. Verfolge den Jedi. Ha. Wir werden dich besiegen. Ja, ich das Gefühl habe ich ehrlich gesagt auch, deswegen hau ich mal ab. Ja, hier ist nichts. Warte mal, hier war doch irgendwo was. Jawohl. Ja, doch. Ey. Ja, bevor ich hier wieder freck. Ein Opfer für den hier begrabenen Weisen. Jawohl. Damals wurde das als wertvoll angesehen. War ich das so richtig? Nee, ne? Wo muss ich mir den Teil machen? Muss ich halt irgendwo anbringen oder was? Was? Ja, super. Aber ich muss sie ja dran bringen. Alles klar. Einer. Okay, wenn ihr nicht durchpasst, dann ich keine Dinger mehr. Ich komme da irgendwie nicht durch, wenn du da genau vorstehst. Also, das hat den nicht verlangsamt. Nein. Okay. Okay. War ja noch irgendwas. So, gehen wir noch mal. Hier muss ich sogar hin. Oh, ich gar nicht gesehen. Oh, kommst du denn schon wieder her? Was ist das? Mensch. Gib mir mehr AP. Ich meine, ja, war ein Speicherpunkt. So, erstmal mehr AP holen, ey. Du, komm her. Das ist auch nicht schlecht. Erstmal brauche ich mehr AP. So, guck mal, wie groß unser Balken jetzt ist, ey. Okay. Ja, mal müssen wir aber durch alle Planeten hier wieder durchrennen, habe ich so gefühlt. Das wird ein Spaß. Da war nichts, ne? Hallo, na? Erst wenn ihr euch erstmal alle kloppt, ne? Wo muss ich überhaupt hin? Wahrscheinlich da oben hin. Los, Sturm, klar, mach den platt. Was ist mit dem los, ey? Ja, und jetzt werde ich noch angeschossen von irgendwo. Geil. Schieß mal auf den bitte. Ich glaube, so eine Killermaschine ist irgendwie gefährlicher als ich. Nicht unbedingt als ein Jedi, aber definitiv gefährlicher als ich. So. Weiter. Gott, war ja noch was? Nee, ne? Gut. Oh, hey, du, komm mal her. Oh.
Lass mal ein bisschen nach oben schießen, Kollege. Ich ziehe ein bisschen höher als das. Na, warte mal. Ja, ich dachte, ich hätte. Ich muss halt irgendwie so da runter knallen lassen. Wo ist denn hier so ein Ding? Ja. Wo ist denn hier so ein Ding, Mann? Datei? Ja, ne. Ne, er ist dafür. Na, oh Gott. Oh Gott. Jetzt bitte. Wir erwarten, ne? Oh, noch einer übrig hier? Nee, halt. Ich sehe gerade was. Falsch Knopf. So, du komm mal her. Oh, weil da Wasser ist. Ehrlich. So, bestimmt irgendwo noch so ein Teil. Die sind doch verpackt gewesen. Ich habe das doch gesehen. Okay. Bestimmt der offizielle Weg, den ich hier gehen muss, ne? Ja, immer wenn ich denke, ich gehe irgendwie voll den geheimen Weg oder so, merke ich, das ist genau der Weg, den ich nehmen muss. Komm zu mir. Nein. Na, nun. Und nun? Sehe schon wieder irgendwas nicht, ne? Ja. Ja, tatsächlich. Ne, er sieht mir irgendwie nicht, oder? Doch, anscheinend schon. Ah, komm schon. Hey. Sieht mir trotzdem nicht so speziell aus. Warte mal, ich kann einfach von hier so. Nein. So. Willst du mir denn hier für einen Hinweis geben? Du musst darüber springen. Wegen Diebstahls einer Opfergabe. Geheimnis. So. Wie mache ich jetzt die Dinger da kaputt? Ich habe so das Gefühl, das ist nicht so, wie man das erledigen musste. Der offizielle Weg. Aber okay. So, da muss man. Oh, halt, halt, warte. Boom. So. Ah, warte mal. Und dann. Muss man das Ding nehmen, ne? Wahrscheinlich. Ne, da kommt auch Wasser runter. Ah, oh, was? Keine Ahnung, ich habe das Ding bekommen und da ist das zählt. Nicht nur so eine Kerze mit. Das war ein Zeichen von Respekt und Ehrfurcht vor dem hier vergrabenen Weisen. Okay, so weiter jetzt hier. Wo muss ich das Ding hier anbringen? Da unten, ne? Oh Gott. Da. So. Und nun?
Gehen wir da zurück. So, was habe ich denn jetzt aufgemacht da, ne? Ne, Quatsch, da oben das Ding habe ich. Ich hab das nach oben gebracht, Mann. Nein. Ach, da muss er gar nicht L2 drücken. So. 26 Minuten. Na, aber lass mal heilen. So. Ein paar Dinger hier verdienen. Ich würde erstmal dieses, du kriegst mehr AP zurück durch, also mal blaues. Huja! So, ich brauche eine Kerze. Jedi. Hey. So, ich brauche eine Kerze. Gib mir mal eine Kerze irgendwo. Also da kann ich mich nicht durchzwängen, ne? Da möchte ich jeden Spalt hier durchzwängen, aber ne? Boah. Dann ist ja so ein kleines Loch und da kann ich nicht durch. Na klar. So. Alles gleichen. Ja, was meinen die? Ja. Nun. Au. Oh. Ah, dafür sind die Lianen. Gott. Okay, ich kann die sogar an mich heranziehen. Ja. Oh nee, nicht schon wieder. Dein Meister wird enttäuscht sein. Ha, mein Meister ist tot, glaube ich. Oh Mann, ich war doch voll schnell. Ich weiß gar nicht, warum ich diese ganzen Fans angefahren habe, wenn die sowieso einfach blocken und ist vorbei. Ich will dann nicht vorbeirollen, danke. Also bin ich aus den Augen lassen sollen, ne? Oh. Da gibt's jetzt nicht. Da gibt's jetzt nicht, Mann. So, Ausdauer weg. Tschüss. Oh. Den hatte ich noch nicht gescannt. Hat. Elektrostab aus des Schungstrop. Habe ich den gerade. Habe ich den gerade runtergeschmissen oder was? Ha! Mein Gott, da. Voll erschreckt. Ja, und jetzt war ich, ne? Pass auf. Ah. Alter. So. Deswegen gehe ich nochmal hier runter. Ja, super, ich voll vermasselt. Ja. Wie soll ich denn das bitte schön überleben, ey? Na, komm näher. Wir haben Plan. Finde deine Lücke. So gut wie erledigt. Oh, ich wollte. Ich wollte den eigentlich auf die Typen draufschubsen. Aber der hat mich die ganze Zeit verfolgt und dann ging das nicht mehr. Oh Gott. Kann mein Part aber beenden. Wollen wir solchen da bitte schön durchkommen mit all meiner Heilung weg und so? Keine Stimpacks mehr, ey.
Jetzt habe ich nicht alles, aber ein Stück. Muss echt wissen, dass das irgendwie noch kommt oder so. Gut, würde ich sagen, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder in diesem Grab, wo wir dann hoffentlich weiterkommen werden irgendwann. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte lasst doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.